Hey, meine lieben Freunde. Ich habe gehört, wir spielen heute mal wieder eine Runde Yu-Gi-Oh! Nach langer Zeit. Und wie es aussieht, ist der Typ nicht da. Ja, geil. Wir spielen übrigens Yu-Gi-Oh! Pro versus Links. Das ist quasi das bessere Death Pro, was ich früher gespielt habe und ja, absolut tot ist. Und ich suche mal einen Gegner. Wir spielen nämlich mit meinem Magidolz-Deck. Von denen gibt es ja auch wieder so viele neue Karten. Und ich muss sagen, Magidolz macht doch relativ viel Bock. Okay, er fängt an. Die Hand ist schon ziemlich nett. Wir haben Ash Blossom, Petting the Sir. Okay, Processing ist ein bisschen unnötig jetzt. Okay, er ist dran. Okay, der Creed. Dann mach mal. So, was ist das? Oh, ein Salamangreat-Deck. Ist interessant. Ach ja, dieser Burst ist jetzt ein neues Monster-Typ. Nein, das machst du mal nicht, ne? Okay, ich glaube, ich weiß schon. Okay, Salamangreat Belalings. Was kann das? Okay, er kann in der Karte seine Hand hinzufügen. Das wird ein bisschen wehtun. Okay. Aha. Okay, jetzt kann er jetzt dadurch ein Salamangreat Great Monster jetzt beschwören. Okay, nur einmal pro Zug in seiner Main Phase, Main Phase. Jetzt macht er nochmal einen Link. Links, die Link Summons sind ja neu. Okay, so neu sind sie auch wieder nicht. Gibt es erst seit 2017, 18 zum um den Dreh rum. Also, wo ich aufgehört habe, Yu-Gi-Oh! Zu spielen, weil ich wollte mich nicht in den Link, ins Link-Format jetzt mich reinmogeln. Aber da habe ich mir dann gedacht, ja komm, gönn dir. Ich glaube, ich habe ein kleines Problem. Ja, da ich jetzt kein. Monsterfriedhof habe, kann ich jetzt Petting the Sir nicht spielen. Uff. Okay. Okay, ich habe ein Problem. Genau. Ich würde vorschlagen, ich spiele mal Angeli. Opfere sie für Pancake oder Hootcake. Nutze seinen Effekt und ich entferne Ash Blossom aus dem Spiel. Und spezialbeschwöre den Eisboden, den Messenger. Oh nein. Hat der Ash Blossom? Nein. Dann hole ich mir mein Chateau. Spiele mein Chateau. Komm. Kommt jetzt zurück ins Deck. Aktiviert den Effekt. Kommt jetzt als Special Summon.
Aktiviere den Effekt. Ich würde vorschlagen, ich spezial beschwöre. Prozessin. Okay. Setze mal die. Okay, ich glaube, ich kann einfach mal angreifen. So, du machst mal den hier platt. Okay, das ist interessant. Aber okay, er hat sich ein paar Lebenspunkte gegönnt. Kann er das noch mal machen? Okay. Na, na, na. Direkt 800. Ja, das ist jetzt eher eigentlich egal. Das ist eigentlich egal gewesen. Okay. Ich würde vorschlagen, ich verlinke Hootcake und den Messengelato für C-Start. Und wir gönnen uns die Queen. Nutzen ihren Effekt. Nixis Material kommt weg. Ich würde vorschlagen, ich mische die zwei ins Deck. Und dafür kommen dann seine beiden. Ach ja, genau, die kann ich mir auch in die Hand zurückgeben lassen. Okay, ich hätte jetzt auch Hootcake nehmen können. Ist jetzt aber auch egal. Und der ist ein Monster beschwert. But, Solemn Warning. Und ich glaube, das war's. Ich glaube, ich warte da lieber drauf. Also da jetzt dann für Monster spielt. Okay. Er macht eine Link summon. Er macht einfach eine Links summon. Komm, du hast nichts, du hast nichts. No sanctuary for you, my boy.
Na, jetzt kommt Foolish Boreal. Ist dann da. Okay, er darf jetzt zwei neue Karten ziehen. Mach das mal. Ich kann aber trotzdem dann Tia meine Qu okay. Ich nenne von meiner Queen den Effekt nutzen. Und halt seine. Was? Also 5 Salamand Crate Karten, danach 2 Karten, alles klar. Ich dachte 2 zurück und dann 2 ziehen. Ich hoffe, er hat. So, Fusion of Fire. Oh, er kann Fusionsmonster spielen. Was? Was? LOL. Fuck. Jetzt wäre Hootcake nicht schlecht. Okay, ich muss jetzt auf Verteidigung spielen. Das ist richtig unfair gewesen. Kann der auch durch. Nee, er macht keinen durchschlagenden Kampfschaden. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Okay, ich muss einen Kaiju ziehen. I think I can win this. Ich hoffe, er hat jetzt keine Ash Blossom. Ich mach mal die Sea Start weg. Oh, please. Nein! Okay, ich habe mir jetzt dadurch mich gerettet. Sagen wir es mal so. Ich gebe hier noch nicht auf, mein Freund. Komm. Nein. Fuck. Ich habe einen Fehler gemacht. Aber ist egal. Effekt.
wo ich mir Magilene Special Summon wieder meine Queen. Effekt. Zweimal gedolzt Monster in mein Deck zurück. Auf die Hand zurück. Und weg damit. Mehr kann ich jetzt hier nicht machen. Ich könnte. Den Effekt nutzen. Was? Achso, ich konnte die Karte jetzt auf die Hand nehmen. Okay. Attacke! Komm schon. Den killen wir, den killen wir. Uff, 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 uff. Es war ziemlich knapp. Das Tinnitro. Okay. LOL. Ich schätze, ich habe mal gewonnen. GG. Nee, komm. Greifen wir einfach mit die 3000 direkt an. Perfekt fürs erste Duell. Magidolls sind einfach toll. Muss ich sagen. Ich würde sagen, wenn ihr. Lasst einen Daumen hoch da, wenn euch der Part gefallen hat. Wenn nein, Daumen runter. Abonniert den Kanal, wenn ihr mehr von Yu-Gi-Oh! Sehen wollt. Also wie ich. Eventuell die ganzen Gegner zerstören werde oder ich vernichtet werde. Ich würde sagen, habt einen schönen Tag noch und ich sage bis dann und ciao ciao und bis zum nächsten Part von Yu-Gi-Oh!